So, habt ihr mich auch wieder? München, Augsburg. Das hatte ich. Genau, ich hätte auch die 03 noch im Angebot. Aber die wollt ihr bestimmt nicht. Ich da nicht irgendwas gehabt? Ich meinte, ich hatte doch eine Aufgabe mit der BA120. Gibt es da eine sonst für? Gucke ich eben eine. Sehe ich, Steuerwagen. Zeig mal eine Zugsammlung. Ah, ich soll meine Zugsammlung zeigen? Na, kein Problem. Winky. Also, meine Zugsammlung an sich, das sind die jetzt alle, die ich besitze. Also, nee, das ist nicht meine Zugsammlung. Das ist nicht meine. Na gut, von Szenarios her, ne? Kann ich ja anlassen dann. Also, die besitze ich alle. Mal durchgucken: B143, 101, 218. Hier, Flirter. S-Bahn Berlin. 101er. BR92, 628, Strich 4 und Strich 2. Den auch in Lint habe ich, im Mint habe ich den auch. Dann V200, 146 in beiden Varianten, also sauber und dreckig in der DB-Lackierung. Ja, Ludmilla, BR111, von VR und von DTG. 424, also alle vier. Vierer habe ich, also alle Vierer, 420, 423, 424, 426. Jo, hier seht ihr dabei Dostus, dreckig und sauber. Mint, jo, Taurus, Eurorunner, EC 1, 2, 3 und T. 946 im Metronom. Die BR03-Familie, sage ich jetzt mal so. 101 von TDB, 143 TDB Plus Pack und auch Szenario Pack. Und jetzt kommen wir zu den Vitrero-Sachen. 103, 103 Orient Rot und 103 TE. BA11, genau, in S-Bahn-Lackierung sowie Verkehrsrot. BR120. 143 und dann auch 243, also Ludmilla, Intercity-Steuerwagen, S-Bahn-Steuerwagen, Doppelstock-Steuerwagen, 43, IC1 ist ja nochmal, 143, 256, 252, ja, und das war's dann alles, was ich so besitze. Also, was wollt ihr sehen? Eure Frage von mir. Nee, macht BR121. Such mal die Zugliste nach der. Ich hatte mal eine. Also, was soll ich jetzt machen? Oh, Hilfe. Ja. Also das ist im Moment hier noch. Der Chat ist mir ein bisschen. Ich kann mich kaum noch Wochler halten. Ich schon. Du Sohn, Lokführer ja. halt. Lokführergene. Ist so. Als Lokführer, wenn ich zu tun habe, kann ich die ganze Nacht aufbleiben. Ist ehrlich so. Weil ich was zu tun habe. Wenn ich nichts zu tun habe, schlafe ich ein. Das ist genau Lokführergehen. Ist genau richtig. So, Zugliste nach der BR120. Ja, da habe ich. Ich habe da ein bisschen was. Ich weiß mal, was habe ich da so als Szenario? Sonst gucke ich mir gleich noch eins aus. Genau, Hamburg-Hannover, Sonderzug. 90 Minuten. Oder auf. Auf Dreiländereck. Hätte ich auch noch. München, Augsburg.
Fahrstraßenbahn habe ich nicht. Ich besitze keine Fahrstraßenbahn. München-Augsburg, gut, dann mache ich München-Augsburg. Ich gucke nochmal eben, vielleicht finde ich schnell noch ein Szenario für, mit der 120, weil ihr wollt das ja unbedingt 120. Mal gucken bei Resin. Dann suche ich euch noch schnell eins raus. Weil ich habe da jetzt, ich habe mit 120 gefällt mir auch wunderbar, aber ich habe jetzt nicht so die, die vielen Szenarien, weil ich in der letzten Zeit habe ich nie nach Szenarien geguckt. Konventionelle. Münche Augsburger. Der Beste mit der BR120. Nope, da ist nix. Hast du noch irgendwas BR120 mäßig, sonst muss ich Quickdrive fahren. Nein, boy. BR120 Transmitter 2014 EL Aufgabe hier, warte mal, stellen. Nee. Mal gucken bei Wittlerer-Rotz, weil da haben die hauseigene. Oh, habe ich auch letztens nicht mehr so viel geguckt. EL. EL da. Düsseldorf, Dreiländereck, Dreiländereck. Nee. Also, wie ich schon sagte, das ist das Einzige, was sie anbieten kann. Dreiländereck vielleicht oder Köln-Düsseldorf. Das sind die einzigsten Sachen. Im Moment. Außer ich fahre Quick Drive. Und ich glaube, ihr wollt dann Quick Drive. Ja, kannst du auch. Ich fahr mit Doppeltraktion, glaube ich dann. Scheiße, ich bin müde. Also Intercity-Steuerwagen habe ich schon gemacht und ich habe noch keinen Let's Play so richtig gemacht von der BR120, also mache ich die BR120 in Doppeltraktion. Glaube ich. Ja, ich mache BR120. Weil ich finde die auch persönlich ein bisschen besser. Ich finde die ein bisschen schöner. Ich schon meins. Und das hier Steuerwagen. Ich habe da keinen Capfix für. Das ist das. Da sitze ich zu nah am Pult. Das ist das. Die muss ich mir noch irgendwann mal holen, den Capfix dafür. So. Genau. Wo war denn das jetzt? Das ist ja alles nur falsch. Es war ja einmal Doppeltraktion, gab es hier irgendwo. Hier. Ich habe sogar BR120 mit Nopfwagen. Ha! Dosto, Doppeltraktion bitte. Hier. Doppeltraktion auf München, Augsburg. Michi, mir erschrecken. Wie nicht erschrecken. Geh mal an deinen. Werner? Ach so, hey. Oh. Ich hab dir was geschickt. Was, Werner? Wie, Werner? Ich hab dir was geschickt. Ja, nee, ich habe da gerade was gelesen, deswegen. Ich guck eben. Ist das Berlin-Wittenberg? Nee, schau mal nach. Ja. Ach, gibt's dazu einen Capfix? Sonst hätte ich schon eine Länge gegeben. Ja, aber ich, dann muss ich das wieder neu starten und so. Nee, ich fahr jetzt Doppeltraktion. Ich hab's mir runtergeladen. So. So. Dann fahren wir jetzt Doppeltraktion. So. Wir fahren jetzt von München nach Augsburg oder von Augsburg nach München? Nicht München nach Augsburg, das ist besser für meine Performance. Das ist mir zumindest aufgefallen. München.
München. München, München, ja, München. Und hier fahren wir dann bitte nach Augsburg, Speeding. Augsburg Hauptbahnhof, Speed. Da. So, wir fahren mit stürmischem Wetter. Fahren um 20 Uhr los und dann passt das schon. So. Julian Grimm? Ach ja, Julian! Wir sind Julian Tim Kroll. Wir gucken gerade zusammen den Stream. Ihr guckt das auch? Geil. Geil. Finde ich geil. Was? Ja, ich kenne die aus der Schule. Die gucken meinen Ach. Stream, Alter. Finde das geil. Ich bin ein anderer. Aber ich glaube, Florian ist auch hier. Dregner, ist er überhaupt noch da oder ist er weg? Ah. Na klar, gucken wir das. Finde ich toll. So. Oh, ich freue mich schon richtig auf Talent 2. Komm. Irgendwann muss es kommen. Ich habe Bock auf Talent 2. Aber habe ich leider nicht. Oh ja, oh ja. Ach nee, doch nicht so schlimm. Ich habe gedacht, wird richtig schlimm. So, dann rüsten wir mal auf. Erstmal Batteriestrom ein, müssen wir auf ausbleiben. Nein, falsch. Batteriestrom ein, dann auf First ein, dann wählen wir, lassen wir den Hauptluftbehälter nochmal füllen, starten wir den Kompressor, machen ein bisschen Licht an, dass wir auch alles sehen. Dann wähle ich den Strom dann immer vor, hebe ihn, hier geht er jetzt langsam hoch, aber das ist der falsche. Falsch, falsch, falsch. Der wird erstmal wieder gleich gesenkt. Weil das der falsche ist. Wird gesenkt. Weil die hintere müssen auch noch aufrüsten. So. Bumm. Batteriestromrichtungswende auf einstellen. Hier habe ich doch. Ach so, das kannst du haben, dass dann nicht ganz so gezählt wurde. Das kannst du natürlich haben. Was? Ah, jetzt erst oder was? Ah. So. Lege ich eben den hinten noch. Ich hoffe, er legt. Nee. Anforderung wird aufgefordert. Bei der ZWS gefunden, Triebfahrzeug ist akzeptiert. Gut, dann sollte der hintere. Ne, mal senken. Oh, ich hasse es mit ZWS aufschalten, aber es geht eigentlich. So, der zweite muss gewählt werden. Aufschalten, Ja, ausschalten, nee, aufrüsten. aufrüsten, ja. So, jetzt wird's aber gemacht, richtig. Ja, vordere. So. Ja, es ist anders wie vorher. Vorher war es anders, ne? Hast du ja Muss auch ich nicht nicht fragen. vergessen. Na, es hat sich viel verändert beim Aufrüsten von den VR-Loks. So, wir öffnen dann auch mal die Türen irgendwann mal. Wenn wir alles. So, Türen sind auf, ne? Ja. So. Dann machen wir mal SIVA, PCB und Jo und die LCB ein. Ja, Florian, mal bitte nicht groß schreiben. Kann ich schnell leiden. Schnelle Scheibenwischer, beide? Naja, kann ich ja machen. Jetzt habe ich beide schnell. Da. So.
jetzt auch immer gegenseitig so. Finde ich lustig. Ah, da drüben steht ein Taurus. Süß. So, hier hinten ist auch alles Hier ist nicht geritzt. Taurus, hier ist Eurosprinter. Hauptsprinter. Hör auf! Hör auf, Alter, das ist eine Taurus immer noch. Das ist eine 190? Das ist eine ES 64 U4. Also eine 11, eine 1216 oder eine 183. Aber warum heißt die 190? Hm. So, wir schließen mal die Türen, dann können wir uns mal den Türschließer anbauen, ja? Wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und Türen zu. Und Abfahrt. So, jetzt muss ich noch aufhören zu piepen da. Gut. Ach so, ich sollte auch den Dings. Genau. Hauptschalter soll ich auch mal reinschalten. So, dann fahren wir auch mal los. Ich hasse Taurus. Umgedrehte Badewanne. So, 30 ist Ausfahrt. Oh, ein bisschen drüber ist nicht schlimm. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie an Bord des Intercity von München Hauptbahnhof nach Hamburg Hauptbahnhof über München-Basing, Augsburg, Nürnberg, Würzburg, Fulda, Kassel-Wilhelmshöhe, Hannover, Uelzen. Unser nächster planmäßiger Halt ist München-Pasing. Ich wünsche noch eine angenehme Fahrt. So. Henrik, wie viel sind wir überhaupt? Ich weiß es nicht, ich schaue über Handy. Ach so, ja, was stimmt, was ja. Aber es sieht ja im Moment gut aus. Also wenn ich jetzt so ein bisschen durchgucke, sind wir jetzt im Moment 5 oder 6 Stück. Noch um diese Zeit, Alter. Das ist heftig. So, jetzt könnten wir gleich mal aufschalten. Hoffentlich. So, jetzt sind wir auf 60. Wer sich wundert, warum ich gerade hier die ganzen Handzeichen gemacht habe, das war meine Mutter. Jetzt erstmal die ganzen. Ich hab meiner Mutter gesagt, ich soll draußen bleiben, ich brauch's ne, wenn ich Ja, meine bleib. Mutter wollte nur sagen, dass ich eigentlich zu Bett gehen soll, weil ich morgen früh ja wieder früh hoch muss. Das Du musst ist zu nicht schnell, raus. Alter. Kollege. Jetzt darf ich, ey. So, jetzt wird aber Gas gegeben hier. Wann musst du frisch raus? Ach, um 7 oder so oder 6. Warum schon so früh? Ja, weil wir morgen auf eine Messe fahren, deswegen. Wo fahr dann hin? In Hannover, glaube ich. Viel Spaß. Jo. Fahr doch mit dem ICL. Nee, im Auto. Schön, 120. Ach ja, wenn du einen Cabfix für die 120 brauchst, gibt es auch eins. Ach so, dann muss ich die auch nochmal installieren. Und jetzt auf zurück. Jetzt fahren wir 120. Ist aber noch nicht die Endgeschwindigkeit der 100, der 120, sondern die Endgeschwindigkeit der 120, die bei 200 Stundenkilometer. Stimmt. Genau. Also so viel weiß ich auch noch.
So viel Kunde habe ich auch noch. Ich finde das Szenario bzw. das Quick Trial richtig gut. Danke. Ja, Quick Trial ist irgendwie schon zu der Strecke. Ja. Achtung, jetzt könntest du mal knistern, da ich mir mal was kratzen muss. Kratzen muss. Aber nicht da, wo wir alle denken. Ne? So, ich bin wieder da. Aber Parsing halten wir gar nicht an, oder was? Könntest du anhalten, na klar. Nee, kann ich nicht. Ich fahr durch. Parsing Gleis 11. Schöne Scheiße, ne? Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund von Problemen an der Weiche vor uns halten wir nicht in München Parsing. Wir bitten dies zu entschuldigen. Bitte fahren Sie, wenn Sie nach München Parsing wollen, bitte bis Augsburg mit und dort bitte fahren Sie dann mit dem Fugger Express wieder zurück nach München Parsing. Wir bitten um Entschuldigung. Oder wir lassen sie auf der Strecke raus und sie dürfen lieber auf dem Bahnsteig. Nee. Nee, das geht nicht. Betriebsgefahr. Stimmt. Aber auf welche Strecke ich mich aufreue ist, es ist eine ausländische Strecke und die kommt zu einer highest Story of the Country Route oder so. Ich guck gleich mal nach, wenn es rüberkommt. Aber wir haben wirklich einen langen Zug. Ich habe hier gerade so eine Vorbeifahrt, ne? Schon recht lang der Zug, Alter. Das ist ja okay. Parsing hätte gerade so reingepasst. Glaube ich. Hä, warum ist jetzt 100? Ich habe keine 100-Ankündigung gekriegt. Das weiß ich. Komisch. Gehe ich jetzt runter. Das ist blöd manchmal in DTG-Strecken, dass irgendwo keine Schilder stehen oder so. Dass man keine 100er Ankündigung kriegt oder so. Ist ein bisschen schade, ne? Ja. So. Weiter geht's. Jetzt dürfen wir gleich auf 160 beschleunigen. Und dann gehen wir, also wir werden gleich in die LCB aufgenommen, also in die Linienzugbeeinflussung. Heißt, wenn wir die AFB gleich einschalten würden, was ich auch schon mal. Fehler AFB. Nimm deinen Zugkraftfehler zurück. Ja, zum Zugkraftfehler. Will nicht. Will gar nicht in die AFB rein. Na egal, ich fahr manuell. Ist nicht schlimm. Ich kann dann auch manuell fahren. Nee, dann stell den AFB-Hebel auf 200 komplett hoch. Okay. Dann mal ausprobieren. Nee, geht nicht. Muss gehen. Nee, geht nicht. AFB-Fehler. Fahrschalter auf 0 und vorliegen. Ah, jetzt geht's. Sorry, schon. Jetzt geht's. Jetzt läuft er über die AFB, stimmt. So, Leute, jetzt fahren wir in der AFB. Also, ich muss nichts mehr machen. Ich wollte gar nicht so jetzt sitzen, eigentlich. Wenn ich jetzt noch das Fußpedal mit der SIFA bedienen würde, könnte ich jetzt noch so sitzen. Ehrlich, könnt ihr so. Ich brauche nichts mehr machen. Ist so. Es ist geil. LCB fahren ist schon Luxus. Sag ich mal so, geiler Luxus. Eine schöne Vorbeifahrt. Alter, wie schnell, ne? Schon heftig. Mal gucken, ob ich noch. Ups, mal falsche Taste. Mal gucken, ob ich noch so eine schöne Vorbeifahrt hinkriege. Ja, ich kriege nochmal.
200 ist schon eine Affengeschwindigkeit, Alter. Schnell, ne? Stimmt. Also 200, also. Das kann ich mir auch mal vorstellen, aber ich finde, Fernzüge, die brauchen einfach zu lange. Oh, noch 40 Kilometer bis Augsburg. Also 47. Auch die Sound ist richtig geil von 120, der Sound überhaupt. Saugeil. Also hier haben wir von oben. Auch von den Wagen, ne? Wenn die so vorbeizischen, das hört sich wirklich als wie ein richtiger. Was ist das denn? Der Moderator, der kleiner ist eigentlich dafür zuständig. Aber der reagiert nicht. Was? Also ich kann nichts machen. Ich muss fahren. Nachher verpasse ich irgendwas. Das mache ich öfters. Ich habe es vorhin schon ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. Drei Zwangsen. Bis jetzt keine. Das wird jetzt so. Jetzt kommen wir gleich, also jetzt sind wir hier schon Hochgeschwindigkeitsstreckenabteil gleich. So komplett, also gleich fahren wir nur noch geradeaus bis nach Augsburg. Oh, ist das geil, Alter. Dahinter, wumm. Da. Metall. Jetzt kommt erst die Schallschutzwand. Geil. Ja. Du bist doch da. Okay. Ja, ich bin da. Alles okay? Ja, bei mir hat sich gerade Twitch auf dem Handy verabschiedet. Ich guck mal beim Philipp LP vorbei. Ja, mach das. Ich habe sowieso einen neuen Moderator. Okay, wem? Ich habe Lukas jetzt die Rechte dazu gegeben. Okay. Lukas, viel Spaß. Schallschutzwandsimulator, genau. Schallschutzwandsimulator. Ne? Kennen wir. Er hat sich gerade so aufgebaut. Fupp. Geil. Nochmal gucken, ob wir hier eine schöne Beifahrt hinkriegen. Von vorne. Trainspotter-Sicht. Aber da wird ein Trainspotter nie hingehen. Weil er riesen Ärger kriegen würde. Mitten im Gleisbett, Alter. Aber ich würde es mal nur zutrauen. Na komm. Eine von Trainspotter-Sicht würde ich gerne haben. Eine schöne Trainspotter-Sicht. Ja, war fast eine. So, nein, nein, nein. Bitte von der anderen Seite. Nein, 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 nein. Nein, nein. Jetzt hier eine. Zum Beispiel. Aber nicht so schön. Aber es geht. Wo, wieder rein. Setzen mal wieder. Oh, noch 33 Kilometer. Dann sind wir in Augsburg. Die erste Drehstrom-Lok auf der Welt, glaube ich sogar, ne? Henrik? Keine Ahnung. Ich meine sogar, auf der Welt war das die erste Drehstrom-Lok. Deswegen sieht man hier,
Deswegen ist es, ja, das ist eine Drehstromlok mit Frequenz gesteuert, ne? Frequenzgesteuerte Drehstromlok ist das hier. Das ist ganz interessant. Und hier sieht man ja noch diese, die Fahrstufen. Der Fahrstufenzähler, der ist ja aus. Da brauchst du ja keine bei Drehstrom. Da brauchst du nur beim Gleichstrom. Hier baut sich die Wand auf, Alter. Neben mir. Ich fahr zu schnell. Scheiß schon, zwar ein Simulator. Die baut sich hier neben mir auf, gerade eben so. Fupp, 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 aufgebaut. Ja, die Siva ruft. Die ruft zum Gespräch. Da, bumm, aufgebaut. Schallschutzwand. Hier jetzt mit 280 Langbrennern, das ist noch schöner. Hab ich auch schon gefahren. Könnte ich mir so richtig vorstellen, mal so richtig einmal wirklich, wenn man Lokführer ist, doch mal mit der 120 noch zu fahren. 120 ist die erste Drehstrom-Lok gewesen, die produziert wurde auf der Welt, und wenn ich jetzt richtig informiert bin, und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometer, würde ich mal gerne fahren, Alter. Von dem Führerstand mit 200 Stundenkilometer, Alter. Oder 280, boah, das wäre geil. Ich bin noch nie ICE gefahren oder Intercity, nie, noch nie. Nee. Nee, noch nie bin ich das gefahren. Ich wollte schon immer mal fahren, aber noch nie gefahren. Ey. Aber ich mach's nächstes Jahr. What the fuck, danke. Ich bin Moderator? What the fuck, danke. Bitte, bitte, Lukas. Ich kann dir ja vertrauen. Hoffentlich. Mir? Ja, du bist ja auch. Ich hab dich ja nicht rausgenommen. Aber du bist ja nicht am Computer. Deswegen. Schon am PC. Ja, aber bist jetzt nicht dabei auf Twitch. Das 24. So, hier eine schöne Vorbeifahrt. Es sind 11 Wagen hier. Das sind hier 11 Wagen. Ich will noch kurz weg. Hallöchen. Na? Augsburg. Jetzt müssen wir ja schon bald in Mering sein, ne? Also, so weit ist Mering ja schon nicht mehr entfernt. Da wohnt ja der Herr Mahn. Ne? Der Herr Manu kann nämlich von seinem Zimmer aus direkt auf den Mehringer Bahnhof gucken. Was? Was sagt der? Was sagt der Philipp? Was sagt Philipp? Genau. Das stimmt, da hat er recht. Talent 2 wird es nicht dazugeben zum 2015er. Was ich eigentlich blöd finde, weißt du? Das müssten sie eigentlich machen. Ne? So richtig die das schon gekauft haben, das Addon so richtig mal ärgern. Oder nicht? Michi. Ja. Kanchi TV. Ja, der Manu und ich. Hä? Hendrik ist wieder da. Ah. Frag Michi bitte. Ja, der fällt mir jetzt in die Karre. Das war. Der Michi? Ja. Hast du mir eine Antwort? Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Redak. Was? Oh Gott, hier, bitte.
Oh, puh. Knapp. Von der Zwangse, Alter. Boah. Hat schon angefangen zu piepen. Ja, der alte Jungen. Oha, 9,4 Kilometer. Müssen wir auf 100 runter. Dann sind wir ja schon in Augsburg. Dann sind wir ja schon gleich im Mehring. Vorbei. Jetzt ist England. Good evening, it's England. Okay. Ach, wir haben jetzt. Ach, schon wieder ein Engländer. Geil. Schon wieder ein Engländer, Alter. Das gibt's nicht. Müssen wir wo. Hä? Englisch reden, ja? Ja, ich und Englisch. Und ich und Englisch. Was soll ich sagen? I think you are not really come from England. Warum sind alle auf einem Moderator? Wo ist die Logik? Also die Logik liegt dabei, Lukas kenne ich ganz gut und hier Kanchi TV kenne ich auch ganz gut und den Henry kenne ich auch ganz gut und Manu kenne ich auch ganz gut. Tim Kroll und Julian Grimm will ich jetzt nicht so machen, weil so gut, also ich kenne sie schon von her, aber so gut jetzt auch nicht. Aber ja, es reicht. Ich will nur einen haben, also ich will einen haben. Ich habe das Flo, habe ich das versprochen, also Kanchi TV habe ich das versprochen. Und Lukas, dem vertraue ich das einfach. Weil sonst habe ich keinen am Computer, der das kontrollieren kann. So, wir werden jetzt automatisch hier runtergebremst. Von der LZB. Aber wir müssen aufpassen, wenn LZB ein Ende kommt, muss ich das bestätigen mit PZB frei, sonst krieg ich eine Zwangse. Ich will einen haben, also ich will einen haben, ich hab das Was steht da? Bremst das Ding allein, da brauche ich nichts machen. Richtig geil. Aber auch geil, wie es anhört, wenn er bremst. Gucken, wie es von draußen anhört. Das kann man gerne wissen. Schlecht hört sich nicht an. Ach nee, wir müssen überhaupt gar keinen LZB freimachen. Der geht ja rein bis LZB, ne? Ist, glaube ich, drin auch verlegt, ne? In Augsburg? LZB? Glaub schon. Warte mal. Du Pickleface. Jetzt muss ich hier einschreien, also Leute. Warte mal. Hohenkopf, jo. Ja, also da greife ich so ein. Ganz einfach. Bupp. Das ist ganz einfach. Ich biete mir das nicht, weil ich will das hier auch gar nicht sehen. Und wer nicht hören will, der muss es. Ihr könnt das auch machen. Also die Moderatoren, wenn euch das nicht gefällt, was da geschrieben wird. Natürlich nicht, wenn ihr euch diskutiert oder so. Aber das war jetzt zu viel. Das geht hier gar nicht. Das wird gestrichen. Mach jetzt hier mal bitte. Also, das geht nicht. Sowas geht nicht. Nee, ich hab das sehe ich auch nicht ein. Und das habe ich jetzt. Jetzt habe ich ihn erstmal für 10 Minuten und dann. Und dann setze ich nach 10 Minuten, wenn er immer noch weitermacht, dann setze ich ein Band für einen Tag, also für die letzten Livestreams. Wenn er nächstes Mal dann wiederkommt, genauso das gleiche macht, gibt es ein Band für immer. Verstanden was. Ja, witzig.
10 Leute. Boah, so spät am Abend noch. Geil. I didn't understand. Dann setze ich nach 10 Minuten, okay, ich kann vielleicht nachher nochmal kommen. Ich komme dann über mein Handy. Weil meine Mutter war schon hier, dass ich dann so aufhören soll. Dann komme ich übers Handy und dann kann ich mal vorbeigucken. Schauen. Und was nicht alles. So, sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Augsburg Hauptbahnhof. In Augsburg Hauptbahnhof, da haben wir doch die Ende. In Augsburg Hauptbahnhof haben sie Anschluss an eine Ostbayernbahn sowie zum regionalen Fernverkehr. Also Fernverkehr sind wir ja schon. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und eine schöne eine schöne Weiterreise. Ladies and Gentlemen, we arrive Augsburg Main Station. Off Platform 2. So. Auf 80 geht's jetzt runter. So, jetzt gehe ich hier beim manuellen Betrieb rein. Jetzt meist mich selber. Weil gleich ist nämlich die LZB Ende und dann habe ich ein Problem, wenn das passiert. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Exit left. Bremsen zurücknehmen. Wir wollen ja langsam und gemütlich anhalten und nicht so schön. So, ab hier übernimmt ein Kollege Richtung Hamburg Hauptbahnhof. So, Tür machen wir auf. Gucken, wo die Türen auf sind. Stehen ja wunderbar hier drin. Da sind die Türen auf. So. Michi, ich kann gut rein. Gemacht. Jo, haben wir abgeschlossen alles. Ja, ich denke mal, jetzt hören wir so langsam auf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe es natürlich auch. Ganz sehr. Ja, wir haben jetzt 4,5 Stunden lang gestreamt und ja. Wir müssen ja nicht wie Rob, ne, so sein. Nee, also ich denke mal, der nächste Livestream wird dann nächsten Monat kommen, also heute in einem Monat, am 13. circa. Ja, würde ich auch oder sagen. Oder dann halt am 12., nee, am 11. müssen wir es machen, weil der 11. ist Samstag, das wäre gerade passend. Ich sage hiermit Tschüss und es war wunderschön mit euch und Michi, Dankeschön, dass ich bei dir mit dabei sein durfte. Jo, immer wieder gerne. Es war mir eine Ehre. Ehre. ja, und ja, bleib wie du bist, man hört sich im Teamspeak oder jetzt noch in Skype noch eine Weile. Ja, wollen wir mal gucken. Na, und wer noch will, also Lukas oder so oder Kanchi, wenn ihr wollt, können wir auch noch reden. Ist mir egal. Na? Ihr könnt unter anderem könnt ihr auf Rob und Lennart seinen Teams bekommen. Da bin ich und der Michi meistens drauf. Da können wir auch mal reden. Okay.